Freunde, ich habe da was für euch. Die neue Reihe der Sony Smartphones, in diesem Falle das Sony Xperia Z5 Premium, kommt mit einem ganz besonderen, einem neuen Feature, und das ist der auf der rechten Seite liegende Fingerprint Reader. Bedeutet, wir können unser Gerät nicht nur mit unserem Fingerabdruck sichern, sondern auch hier und da mal eine Datei oder wir können auch bei PayPal damit bezahlen. In diesem Video möchten wir uns einfach mal ganz kurz anschauen, wie funktioniert das, was ist vielleicht das Besondere, was sind meine Erfahrungen damit und wie richte ich das ein. Genau damit starten wir jetzt. Wir brauchen erstmal eine PIN, das Ganze ist nämlich quasi schon eingerichtet, vom Vorbesitzer, von mir, vom Rumspielen, einfach um das Ganze hier mal zu demonstrieren. Man hält also seinen Finger immer wieder, wie man das auch bei einem iPhone macht oder bei einem Galaxy S6, immer wieder in verschiedenen Auswinkelungen, aus verschiedenen Winkeln, also auch ein bisschen verschoben, den Finger immer wieder drauf, bis er dann komplett erkannt wurde. Dann ist dieser grüne Kreis gefüllt und wir bekommen dann gleich die Nachricht, ey, du hast das total super getan, wir haben deinen Fingerabdruck jetzt gespeichert. Genau so schaut das dann aus und wir können hier jetzt noch 4 weitere hinzufügen. Maximal also 5 Fingerprints und wir können auch ganz einfach einstellen, dass wir unser Gerät nicht damit entsperren möchten. Wir müssen auf jeden Fall immer noch ein alternatives Passwort eingeben, eine alternative Sicherung, denn falls der Fingerabdruck mal nicht erkannt wird, müssen wir natürlich trotzdem irgendwie reinkommen. Wie war jetzt aber meine Erfahrung? Ich habe ungefähr eine Stunde mit den Xperia Devices rumgespielt und ich finde, die Position ist wirklich sehr, sehr praktisch. Man hat den Finger sowieso meistens an der Seite und das Ganze funktioniert auch noch sehr, sehr zuverlässig. Ich habe das jetzt nur mit leicht feuchten Fingern probiert, also nicht mit nassen. Werd aber natürlich im Review dann nochmal genauer darauf eingehen. Der erste Eindruck, der war aber auf jeden Fall gut und ich finde auch die Anbringung an der Seite nicht schlecht. Das war's jetzt aber erstmal mit diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Are you listening? Damn. Yeah.